Leute, eine Erkenntnis, die ich neulich hatte und unbedingt mit dir teilen möchte in dem Video hier ist. Wie Schmerz helfen kann und wie ich das neulich gemerkt habe. Bei vielen Themen dachte ich immer, es kann doch nicht sein, hey, wozu dieser ganze Schmerz? Und am Ende musste ich feststellen, bei mir war der Schmerz anscheinend noch nicht groß genug, um was zu verändern. Und damit meine ich nicht mal den Schmerz physisch. Und auch nicht innerlich, beziehungsweise schon innerlich, aber das Bewusstsein darüber. Und ich habe gemerkt, ich habe es einfach immer wieder ignoriert. Vielleicht kennst du das selber. Dir geht es vielleicht mal kurz schlecht, du bist krank. Du kannst nichts machen, du hast totale Schmerzen. Und dann ein paar Tage später, eine Woche später wieder, geht es wieder gut. Und du hast völlig vergessen, du springst irgendwie rum und verhältst dich genauso wie vorher. Hast genau die gleichen Verhaltensmuster, die dich krank machen. Und änderst nichts dran, weil du wieder vergessen hast, wie du dich gefühlt hast. Und ich hoffe, du kannst ein bisschen nachvollziehen. Wenn du noch nicht ganz nachvollziehen kannst, was ich damit meine, um es nochmal näher zu erläutern, dass du doch voll bei mir bist. Ich habe es immer wieder vergessen, was für einen Schmerz ich eigentlich in dieser Situation habe, habe aber gleichzeitig mich wieder so verhalten, dass ich die Situation wieder produziert habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das kannst doch nicht so, das kannst doch nicht sein. Und der Schmerz war so groß, der Schmerz, den ich wirklich, der mir bewusst war. Und da geht es wirklich nur um das Bewusstsein, dass dir bewusst ist, was die Auswirkung von was ist. Was ist die Auswirkung davon, wenn du schlecht isst? Zum Beispiel, wenn du dir, ja, oder wenn du dich besäufst. Wie beschissen hast du dich gefühlt am nächsten Tag? Und wie beschissen fühlst du dich die ganze Zeit danach noch? Natürlich fühlst du dich dabei kurz vielleicht mal glücklich, weil dein Hirn abgeschalten ist und du noch mehr alles vergisst. Aber wenn du klar erkennst, erstmal, du kannst auch den Zustand so erzeugen, du kannst dich völlig betrunken fühlen, dabei aber völlig klar sein auf einer anderen Ebene und dein System nicht schaden dabei und deine Intelligenz dabei nicht runterdimmen. Und wenn dir aber bewusst wird, jederzeit, dieser Schmerz, dann machst du es nicht mehr. Aber der Schmerz muss dir auf allen Ebenen bewusst sein. Und damit meine ich nicht, dass du jeden Moment leiden sollst, sondern dass du dein System jederzeit dieses Bewusstsein hat, hey, das möchte ich nicht. Und Schmerz kann dich eben auch beschützen. Stell dir mal vor, hier. Dein Körper sagt dir immer, wenn eine Grenze überschritten wird. Dein Körper sagt dir immer, hey, wenn ein Messer in deinen Finger schneidet, dann gibt dir dein Körper Signal. Jetzt überleg mal, was machst du mit deinen Haaren? Die schneidest du ab, weil du nicht sensibel genug bist, Schmerz nicht spürst. Oder du schneidest dich immer irgendein Tier, tötest es und isst es, weil
Ja, du spürst es ja nicht. Angenommen, du würdest es nicht spüren, den Schmerz von deinem Körper, die Grenze hier, dann würdest du wahrscheinlich ja irgendwie mit deinen Organen rumspielen, würdest deinen Darm rausnehmen, weil es lustig ist. Dieser Schmerz hier ist gut und hat einen Sinn. Und du musst nicht immer wieder in den gleichen Schmerz gehen. Geh mal in ein Krankenhaus. Du kannst dir einfach den Schmerz von den anderen Leuten anschauen. Du kannst dir den Schmerz von Leuten anschauen, die auf eine gewisse Art und Weise leben. Und dir das bewusst machen. Es geht darum, nur sich dem Schmerz bewusst zu sein. Darum geht's. Jederzeit, dass dein System, dass du dir jederzeit diesem Schmerz bewusst bist und den nicht verdrängst. Aber deswegen musst du dich nicht jetzt schlecht fühlen. Den Schmerz, den du einmal hattest, sollst dich daran erinnern können. Du sollst wissen auf allen Ebenen, das möchtest du nicht. Und das ist nicht sinnvoll. Und dazu musst du nicht immer wieder den gleichen Schmerz erleben, wie gesagt. Du kannst dir klar werden in dem Moment, wo du es bei jemandem siehst. Du hast schon so viele Erlebnisse daran. Du musst nicht immer wieder das Gleiche machen. Und ich habe so oft das verdrängt, was mein Schmerz mir das eigentlich verursacht hat, wenn ich mit einer gewissen Haltung an Dinge rangehe. So immer wieder gemacht. Immer wieder. Anscheinend war der Schmerz noch nicht groß genug, beziehungsweise ich war mir dessen noch nicht bewusst. Und das kann eben auch ein Schlüssel sein. Es geht eben im Leben nicht darum, irgendeinen Schmerz zu verdrängen, sondern den wirklich mal zuzulassen, damit du was ändern kannst. Und das ist mir bewusst geworden in dem Moment, hey, diesen Schmerz zuzulassen, den ich hatte, und mir den jederzeit bewusst zu machen. Wenn du auch an dem Punkt bist und dir klar darüber werden möchtest, hey, wo habe ich vielleicht selber solche Punkte, dann lass uns da auch gerne mal telefonieren. Und in einem kostenlosen Strategiegespräch wirklich schauen, wo du jetzt stehst und was Situationen bei dir selber sind, dass du reflektieren kannst in dem Gespräch und dir das klar werden kann. Und dann können wir nach Lösungen schauen und schauen, wo du eigentlich hin möchtest. Und ja, das Ganze findest du auf meiner Webseite. Kannst dich da einfach eintragen, kannst dich dazu bewerben. Und ja, würde mich freuen, wenn du an dem Punkt bist, das wirklich anzugehen, das wirklich zu verändern in deinem Leben. Also dann bin ich jederzeit gerne für dich da und lass uns das dann eben in einem Gespräch einfach klären und schauen, ob ich dir da helfen kann und wo du jetzt wirklich stehst und wo du hin möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Genieß das Wetter und mach's gut. Ciao.